Wir spielen Oxygen Not Included live auf Twitch bei Pepis Welt. Ja, beim letzten Mal hier, wir sehen es noch, unsere Wasserstoffrakete hat hier ziemlichen Schaden verursacht bei der Landung. Diesen Bunkertod-Effekt. Ich starte mal kurz das Spiel, damit die ganzen Elemente geladen werden. Es sind sehr viele Leitungen geschmolzen. Ich muss das jetzt erstmal alles wieder bauen. Das ist mal das eine. Und dann denke ich, muss ich hier ein bisschen umdenken. Ich werde für die Cargo-Rakete wieder auf Petroleum umsteigen. Ich lasse trotz allem hier, hier soll ja wieder der Wasserstoff produziert werden und direkt daneben dann der Sauerstoff. Das lasse ich auch so. Ich habe übrigens hier unten noch einen Geysir, den ich so ein bisschen ignoriert habe. Und ich baue hier drüben noch eine zweite Startrampe. Beziehungsweise eine dritte in dem Fall. Und da werde ich das Wasserstofftriebwerk installieren. Denn da muss ich ein bisschen anders rangehen. Denn das erzeugt so dermaßen Hitze. Über 1000 Grad. Hier der Dampf hat noch über 1000 Grad. Das ist echt nicht lustig. Da schmilzt einem alles zusammen. Wie gesagt, wir haben hier sogar flüssiges Salz. Jetzt als allererstes müssen wir mal Reparaturarbeiten machen, damit unsere anderen Sachen auch wieder funktionieren. Das ist so ziemlich das Erste, was wir jetzt mal starten. Und das wieder aus Gold. Das muss hier repariert werden. Dann haben wir hier halt normales Automatisierungskabel, das hier reingeht. Das muss verbunden werden. Dann ist hier sogar der Strom, ist sogar weggefräst worden. Meine Güte. Das hat definitiv mehr Schaden als Nutzen verursacht. So, hier ist Strom verbunden. Da fehlt das Leiterkabel. Was haben wir hier noch? Hier unten scheint alles in Ordnung zu sein. Hier oben. Das ist natürlich auch weg, aber das werde ich wahrscheinlich Stahl bauen müssen. Dann, okay. Hier ist noch alles dran. Das ist echt Reparaturarbeiten. Dann natürlich ein Bunkertor. Moment, aber ich muss mal in die Flüssigkeiten reingucken. Das steht noch. Allerdings werde ich das eben wieder umbauen. Hier wieder Petroleum wegnehmen wird. Das kann eigentlich auch hier unten, wobei, nee, es soll ja nicht hier unten. Und das geht dann hier nach oben. Geht hier. Moment, in den Tank und in den Tank rein. Genau, das kann ich auch alles wieder umbauen. Also das werde ich auf jeden Fall machen. Denn das ist mir hier zu heikel. Sonst haut es mir jedes Mal hier alles wieder kaputt. Das muss nicht sein. So, müssen wir auch normale Ziegel hier unten wieder hinbauen. Und hier auch. Sowohl hier. So, das sind... Oh, die Leitern sind hier auch kaputt gegangen. Also erstmal große Reparaturarbeiten. Was so eine Rakete alles anrichten kann. So, dann lass ich mal laufen, dass hier mal die Reparaturarbeiten losgehen. So, jetzt funktioniert auch lustigerweise das Kraftwerk. Wobei die Turbine ist zu heiß. Ja klar, hier ist natürlich auch noch der extrem heiße Dampf unterwegs. Verbrühungen. Der ist auch ein bisschen überhitzt. Gut, der kühlt sich hoffentlich dann gleich ab. Natürlich, selbstverständlich ist jetzt hier gerade noch ein Meteoritenschauer runtergegangen. Bunkertor hier oben noch bauen, das habe ich jetzt ganz vergessen. Das Ganze muss auch priormäßig behandelt werden hier oben. So, es verbrüht sich hier jemand. Da drüben so heiß. Warum ist es hier so heiß? Von hier oben runter ist es sehr heiß. Okay. Dann haben wir hier noch aufzuwischen. Ach, die sammeln hier irgendwelches heißes Zeug gerade ein. So, der Brotkasten, der ist hier eingesperrt. Warum ist das Stromkabel hier schon wieder? Ist das schon wieder geschmolzen? Weil es hier noch zu heiß war? Vermutlich.
Ah, ich glaube, den hier, den muss ich wieder wegmachen. Ja, jetzt kommen die Dubs da nicht hoch. Kommen hier allgemein nicht hoch. Muss ich meine Leiter noch bauen. Ich weiß nicht, ob sie auch weggehauen hat. So, währenddessen ist der Drucker da. Das ist nichts, was ich brauchen kann. Ich gehe mal hier Prio hoch. Die sollen das Automatisierungsband relativ zügig wieder bauen. Okay, selbst hier ist die Wand am Arsch. Unglaublich, die Rakete hat mir ja quasi die halbe Basis zerstört. Also, das Ganze wird zerlegt. Wir machen auch hier mit dem Zerlegen weiter. Das Ganze hier wird zerlegt, das ist glaube ich alles Keramik. Ebenso das hier, das brauchen wir nicht mehr. Ja, das ganze Zeug hier wird erstmal zerlegt. Hier hatte ich ja verkehrt rumgebaut, wenn ich mich noch richtig erinnere. Aber das ist jetzt erstmal nebensächlich. Jetzt muss hier erstmal alles wieder repariert werden. So, sind die jetzt wieder aktiv? Ja, die sind wieder aktiv. Okay. Das heißt, falls meine zweite Rakete zurückkommt, wann auch immer. Ach, die ist gerade erst unterwegs. Okay, das dauert also noch. Oh, das sind hier umfangreiche Reparaturen. So, haben wir jetzt hier erstmal alles wieder. Ich glaube, jetzt haben wir erstmal alles wieder gerade gerückt. Der Strom hier ist grundsätzlich wieder dran, ja. Das passt soweit, okay. Die Automatisierungsbänder sind, glaube ich, alle wieder in Betrieb. Ja, auch das passt wieder. Okay. Hier werde ich, wie gesagt, jetzt wieder auf Petroleum umsteigen. So, einmal. Hier fehlt, hier hat's die Leiter wahrscheinlich wieder weggenommen, weil es da noch zu heiß war. Also langsam haben wir nur noch 400 Grad hier. Heftig. Okay, hier ist komplett abgeschlossen. Die kommen hier gar nicht rein. Die kommen nur hier oben ran, aber hier nicht. Den Ziegel zerlegen und hier mache ich eine Tür rein. Hier ist natürlich zu heiß. Und Hitzungstemperatur 125. Warum habe ich hier noch meine Rückwand gebaut? Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay. Ja, gut. Sei es drum. Es ist erstmal alles wieder repariert. Funktioniert alles wieder. Alle Tore sind zu. Meteoritenschauer kommt. Hier. Können wir noch das Ding wieder bauen. Solarkraftwerk. Okay. Gut, das hier. Wollte ich ja ohnehin jetzt demontieren. Der Dampf ist jetzt nicht mehr heiß genug. Das heißt, hier kann ich jetzt aufmachen. Hier auch. Und das Superkühlmittel hier kann ich rausnehmen, indem ich das Ding hier abschalte. Okay, also es wird sehr viel Reparatur- und Umbaumaßnahmen hier nötig sein. Okay, hier scheint aber jetzt erstmal alles zu passen. Habe ich hier eigentlich noch irgendwelchen... Hier ist Kohlendioxid drin und zwar nicht zu wenig. Turbine ist zu heiß, Generator inaktiv. Warum bewegt sich das Ding dann die ganze Zeit?
Das würde mich mal interessieren. Das Ding geht ständig kaputt, weil es zu heiß ist. Also das hat wirklich sehr viel zu... Okay, das Ding ist schon gebaut. Also gut, dann machen wir den hier auch weg. Die zwei eigentlich auch. Ich kann es eigentlich direkt zerlegen. Wobei, Flüssigtreibstofftank, nee. Nee, Moment, Flüssigtreibstofftank, der ändert sich ja nicht. Da muss ich jetzt einfach nur die Rohre neu bauen. Und zwar hier. Und hier. Aber das hier kann zerlegt werden. Dann wird es hier eine Verbindung geben. Wer verbrüht sich denn da dauernd? Hier oben. Okay, gut, das ist jetzt das Wasser von hier, das ist klar. Speziell hier aus dem Raum, hier war ja sehr viel drin. Och je. Ja, so ist es halt bei Uni. Das spielt man zwar ein paar Tage nicht. Ich weiß auch, warum ich es nicht mehr gespielt habe. Nein, das war nicht der Grund. Ich hatte einfach keine Zeit dazu. Aber da bin ich jetzt hier nur mit Reparatur beschäftigt. So, wir ziehen ja jetzt hier. Es kann alles zerlegt werden. Leute, macht euch aber nicht tot. Macht euch nicht tot. Hört sich so. Otto. 4 Verbrühungen. Ja, die sind alle hier oben tätig. Ich meine, die gehen da natürlich ohne, ohne Schutzanzug rein. Brech das mal bitte ab. Wischt bitte nur hier unten. So, Otto ist halb tot. Otto muss ganz schnell nach unten zur Krankenstation. Oh je. Ja, das hier wird wohl noch eine längere währende Geschichte. Vor allem gehen sie mir hier alle. Die Ellie ist halb tot. Hassan ist halb tot. Abbruch. Abbruch. Bitte alle raus da. Ach, wie kriege ich das jetzt geregelt hier? Hier ist das Wasser nicht mehr so heiß. Hier sollen sie mal anfangen aufzuwischen. Und hier auch. Wird sich schon wieder jemand? So, habe ich hier oben noch was zerlegt. Ach, verdammt, hey. Uni, wie ich dich liebe und hasse zugleich. Otto, bist du jetzt hoffentlich im Krankenbett mit 17 Rest-Vitalwerten? Ja, er liegt, okay. Oh, und gleichzeitig wollte ich mich auch noch um die Überhitzung der Basis kümmern. Wollte da die Luft ein bisschen kühlen, aber jetzt sind wir ja erstmal hier. Ja, hier tropft natürlich jetzt das heiße Wasser von oben runter. Es ist natürlich jetzt wahrscheinlich hier oben brutal warm, ja. 105 Grad. Das ist der Dampf, der hier noch drin lag. Immer noch 25 Kilo Dampf. Oh je, ja. Wie gesagt, hier können sie aufwischen. Es wird noch eine Weile tropfen. Das tropft definitiv noch eine Weile. Hier haben sie schon aufgewischt. Kann ich gerade nochmal nachwischen. Ah, verdammt. Das hier oben muss ich auch alles wieder zerlegen. Das ganze Konstrukt hier wird zerlegt. Aber solange das hier natürlich nur so bombenheiß ist, schicke ich da niemanden mehr rein. Gehen mir alle kaputt. Gut, nee, dann lassen wir das. Hier brauche ich jetzt einen neuen Feststoff-Oxidator. Also einen neuen, so wie der alte halt war. So, Feststoff-Oxidator-Tank. Die beiden Flüssigen passen.
und dann ist die Rakete umgebaut. Dann kann die wieder ihren. Ja, okay, nicht ganz. Hier müssen wir noch ein bisschen demontieren. Die Rohrbrücke, sondern das darunter. So, das muss zerlegt werden. Das kann zerlegt werden. Das kann zerlegt werden. Die Dinger hier können auch alle zerlegt werden. Das braucht kein Mensch mehr. Ebenso die Tanks hier. So, und dann muss ich eigentlich nur noch hier wieder anschließen. So. Jetzt fließt das Petroleum hier wieder rein in die Rakete. Okay, jetzt müssen sie nur noch den Feststofftank. Ich habe wahrscheinlich keinen Stahl mehr, vermute ich jetzt mal. Doch, ich habe noch 3,3 Tonnen Stahl. Krass. Okay. Hab doch noch gut. Ja. So, jetzt sollte ich nur noch wissen, wie viel ich hier jetzt reinmachen muss. Ich weiß es nämlich nicht mehr, um zur nächsten Rakete zu kommen. Das ist leider zu lang, zur nächsten Rakete zu kommen. Zum hierhin. Felsiger Asteroid, 30.000. Ich gehe mal auf 1.400 und guck mal, ob das reicht. Ich habe es leider vergessen. Ich hab den Zettel, wo ich es mir aufgeschrieben habe. Den habe ich leider verlegt. Ich habe ihn heute nicht mehr gefunden. Okay, gut. Die Umbaumaßnahmen sind damit beendet. Die Reparaturmaßnahmen hier sind beendet. Hier haben wir noch einiges zu tun. Hier heißt es, das Wasser, das hat jetzt nur noch in Anführungsstrichen 60 Grad. Vielleicht könnt ihr euch hier ums Wischen kümmern. Dann ist wenigstens wieder ein bisschen was weg. So, währenddessen ist Otto wieder bei 85. Der nächste Kandidat dürfte der Hassan sein mit seinen 35. Ja. So, jetzt verbrüht sich der Bird. Hier wieder schnell runter. Wir wechseln hier. Otto geht raus und Hassan geht rein. Hitzschlag. Hassan hat den Hitzschlag. Ja, der soll jetzt hier schnell mal ins Krankenbett kommen. Tippei, ja, komm. Kommt her. Also wieder nach oben. So. Hier ist jetzt nur noch ein bisschen Wasser. Das heißt, das können wir hier jetzt auch noch voll auffischen. Es tropft nicht mehr. Es tropft nicht mehr, das ist doch schon mal schön. Dann bedeutet das, es wird langsam aber sicher kälter. Ja, wir sind noch 89 Grad hier in der Kammer. Das Wasser hier kriege ich natürlich auch nicht so schnell weg. Das hier unten auch nicht. So, dann muss ich sowieso das Superkühlmittel aus dem Kreislauf rausholen. Hier haben wir, glaube ich, schon Superkühlmittel drin, ja. So, okay, hier ist jetzt alles voll. Wie weit kommt die Rakete? Sie kommt 20.000 Kilometer weit mit 1.400. Gut, ich möchte sie aber hier, hinschicken, Kupfererz. Ja. Also müssen wir noch ein bisschen mehr, vor allem am Ende, wir haben 1800 drin. Moment, wir gehen auf 1600 mal hoch. 1800 Liter Petroleum ist drin. Oh Mann, dass ich hier komplett mit Reparaturen beschäftigt bin. Aber das war klar nach der Zerstörung, aber die war dann doch ein bisschen heftiger wie erwartet und das hier hat auch noch ein bisschen Probleme gemacht. Moment mal, habe ich das Bio-mäßig nicht hoch genug gesetzt? Scheint so.
Da vergrüße ich jetzt schon wieder. Ja, okay, jetzt wird hier endlich mal ordentlich gewischt. So, wie schaut es beim Hassan aus? Hassan ist schon wieder bei 71, das ist gut. Dann könnte ich ihn eigentlich schon runterholen und könnte den Joshua, weil der scheint ein bisschen angeknackster zu sein. Ja, danke für deinen Besuch. Joshua, der Nächste bitte. Das kannst du so ausheilen. Gut, okay, dann ist das da oben jetzt erstmal geregelt. Die Rakete, die wird dann demnächst ihren Betrieb wieder aufnehmen. Wir haben schon 1600 drin. Damit kommen wir 25 weiter. Habe ich mit der Cargo-Rakete? Doch, ich kam doch mit der so weit. Ich hatte die ja schon, die war ja schon dort und hat Kupfererz geholt. Entleerter Frachtraum. Frachträume müssen entleert sein. Ja. Ach, da, ach, oh Gott, da habe ich gar nicht geguckt. Ah, verdammt. Das habe ich natürlich ganz vergessen. Die Förderschiene ist ja auch zerlegt worden. Die Frachträume sind gar nicht entleert worden. So. Jetzt müsste dann aber dann wirklich alles repariert worden sein. Okay, und hier ist es jetzt hoffentlich auch kalt genug. Ja, einigermaßen. Okay, hier ist Flüssigkeit ist. Nein, ist nicht komplett raus. Hier müssen wir noch. So, und sobald hier alles raus ist, kann ich den ganzen Rotz hier alles wieder abbauen. Gut, Wasser ist fast komplett aufgewischt. Also hier. Ach, hier ist schon wieder Neues. So. Okay, ja, komm, ich schick sie hoch, sollen sie hier auch aufwischen. Und vor allem einfach mal alles zerlegen, was hier rumliegt. Was heißt hier rumliegt? Alles, was hier rumsteht, soll hier zerlegt werden. Ja, jetzt verbrüht es sich dabei auch noch. Muss man jetzt nicht unbedingt verstehen, glaube ich. Ich meine, warum? Die bleibt da einfach so lange da. Ja, ich meine, es ist ohne, ich kenn's ja, aber. Warum? Ich meine, die kann doch einfach gehen, bevor sie bewusstlos wird. Ich meine, was soll das? Ja, danke, hol sie schnell ab. Okay, hier ist das meiste jetzt zerlegt. Weiß nicht, ob ich hier zumachen muss, aber ich mach's einfach mal. Nee, halt. Hier wird nicht zugemacht, hier wird eher aufgemacht, dass sie nämlich wieder von der Seite hier reinkommen, falls sie rein müssen. So, ist die Flüssigkeit jetzt endlich raus? Nein, sie ist noch nicht ganz raus. Das hier bitte zerlegen. Das hier auch alles zerlegen. Jetzt ist aber die Flüssigkeit auch langsam komplett raus. Jetzt kommt hier die letzte raus. Okay, jetzt ist alles raus. Okay, alles klar. So, dann bitte zerlegt das Ganze hier. Ja, okay, jetzt werden hier noch ein paar Verbrühungen stattfinden, aber das Zeug ist jetzt dann gleich alles zerlegt. Aufgewischt ist auch alles.
So, wie weit sind wir hier? Es ist alles raus 28,4, also brauchen wir doch noch ein bisschen mehr. Mal 30 Kilo rein. Ich glaube, es waren nicht ganz 1800. So, der Brotkasten verbrüht sich währenddessen in dem heißen Wasser, aber das ist okay. Er zerlegt das hier alles. So, das lasse ich jetzt hier erstmal so in der Konstruktion stehen. Das hat aber einfach nur den Hintergrund, dass ich nicht weiß, was ich mit dem Wasser hier anstellen soll. Okay, dann haben wir das hier mal geschafft. Gut. Neu konstruiert, Rakete wieder auf Petroleum umgestellt. Das hier ist jetzt noch nicht in Betrieb. Was haben wir hier eigentlich? Warum liegt hier Wasser? Wahrscheinlich wegen Dampf. So, hier werde ich sowieso noch den Wasserstoff hinleiten müssen. Das habe ich jetzt auch noch nicht gebaut. Nee, hier ist noch gar nichts derartiges gebaut. Sauerstoff habe ich hier eh hier liegen, aber Wasserstoff nicht. Wasserstoff liegt quasi hier. Den werde ich dann, das Rohr werde ich benutzen. Um das hier oben entlang zu führen. Hier entlang. Hier drüber, hier rüber. Ich werde es einfach mal bauen. So. So, hier kommt der Wasserstoff rein. Hier kommt er runter. Da geht er rüber. Hier kommt er hoch. Und da geht er rüber. Ob ich die Wände hier noch so stehen lasse, ich glaube es nicht, aber das kann ich ja zur Not dann immer noch umbauen. So, das geht aber in diese Richtung. Okay, wenn sie das dann gebaut haben, dann kann ich hier zumindest mal den Wasserstoff reinleiten. So, Strom ist jetzt hier gerade keiner drauf, weil das Ding hier oben ständig überhitzt. Ich könnte es auch einfach zerlegen und aus Stahl bauen. Dann müssen wir hier nochmal neu bauen. Halt, das ist unter Klima. Der Wasserkühler. Müssen so umdrehen. Das war das Problem, ich hatte ihn falsch rumgedreht. Ja. So rum, dann haben wir hier ein Rohr, das wir demontieren können. Einmal das hier. Dann habe ich intelligenterweise hier schon zugemacht. Da muss ich aber wieder aufmachen, weil ich das Rohr gar nicht verbunden habe. Oder kann ich das so verbinden? Ah, okay, das geht so. Okay, da muss ich hier gar nicht abbrechen. Ah ja, okay, Abbruch. Alles ist natürlich blöd. So. Oh, Brotkasten. Bei dem sieht es gar nicht gut aus. Der ist ein bisschen arg kaputt. Schnell zur Krankenstation. Hier liegt immer noch Catalina. Da geht es aber schon wieder besser. Brotkasten rein. Dem geht es nämlich gar nicht so gut. 29. Also es gibt, glaube ich, gerade außer der Herald. Ah ne, okay. Abe und Bernardino sind auch. Ach, jetzt sind sie noch bewusstlos geworden. Ah, zum Glück wird er gleich abgeholt. Auf dem Weg zum Krankenbett wird er bewusstlos. So, ich kann das hier nämlich ja eigentlich dann auch starten. Sobald das hier neu gebaut ist, weil der Kohlenstoff gefriert, das Wasser gefriert. Ich könnte hier dann quasi schon. Ich könnte hier schon flüssigen Wasserstoff produzieren auf Vorrat. So, neue Druckerzeugnisse. Ja, Strauchsamen. Ja, komm, gib halt her. So, hier muss ich noch einstellen. Minus 259. Ja. Okay, jetzt haben sie erstmal genügend Aufgaben. Das
zu bauen. Hier ist schon wieder Wasser. Haben wir noch irgendwo Wasser? Nein, hier nicht mehr. Das ist hier das Superkühlmittel, glaube ich. Ich glaube ja, gell? Ja. Hier ist auch kein Wasser mehr. Okay, gut. Dann sind wir hier jetzt mal auf dem grünen Zweig. Dann haben wir die Reparaturen beendet. Also, die Reparaturen sind beendet. Die neue Rakete reicht 28.400. Haben wir das noch nicht aufgefüllt? Nein, haben sie noch nicht. Müssen wir dann noch kurz warten? Habe ich keine mehr? Doch, ich habe noch jede Menge. Hier müssen wir da warten, bis sie das gemacht haben. Und gut, das war jetzt eine Folge, die rein nur mit Reparaturen zu tun hatte. Aber was will ich machen, wenn meine Wasserstoffrakete alles zerstört? Ja, trotzdem danke fürs Zusehen. Ist auch mal interessant, sowas zu sehen. In der nächsten Folge geht's wieder ans Bauen. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.